draußen. Wir stehen hier gerade am See. Wir gehen jetzt, fahren gleich zum nächsten See. Wir sind jetzt gerade am anderen Gewässer, aber es geht bald los. Wir werden jetzt gleich nochmal schön Backfisch essen gehen. Neben mir steht der Michael aus Österreich hergefahren. Sag mal was, wie war deine Fahrt, Michael? Super. Bin gut angekommen da. Fahrt mir super und jetzt freuen wir uns schon, dass wir Big Fish fangen. Ja, wir werden an Big Fish Pool gehen. Wir haben jetzt 3 Tage Zeit bis Montag. Also wir haben jetzt heute Freitag, haben bis Montag Zeit. Karfreitag übrigens. Karfreitag und übrigens. Beschissenes Wetter. Guckt euch die Pfützen hier an. Es schüttet wie aus Eimern. Ne? Aber die Jungs sind guter Dinge. Normalerweise ist es gar nicht so unsere Zeit, wo wir an See fahren. Ich sag mal jetzt, ja, Anfang April ist eigentlich noch sehr früh. Aber wir haben schon mal ein bisschen Futter präpariert gestern, haben ein bisschen was gefüttert und hoffen mal, dass wir jetzt hoffentlich ein oder zwei von den besseren Fischen erwischen werden die nächsten Tage. Ja. Ja. Ja, und hoffentlich fängt der Michael den. Ja, ne? Stimmt. Ich drücke ganz fest die Daumen. Ne? Zielfisch ist ein großer Fisch. Ja. Mit 35 Kilo. Oh ja. Egal, Hauptsache wir fangen vielleicht irgendwas. Wenn nicht, haben wir eine schöne Zeit und schöne Ostern. Ne? Genau. Okay. Juti. Genau. Jetzt sind wir beim Essen, beim Backfischessen. Denn es ist Karfreitag. Kabeljau-Zeit. Kabeljau-Time. Haben direkt 2 bestellt. Also nein, zwei ist, Märkchen. Das ist Karpfenfilet vom Feinsten. Leckeres Karpfenfilet. Ich habe schon angeschnitten hier und schon mal probiert. Es schmeckt wirklich hervorragend, oder? Was sagt ihr? Sehr gut, ja. So, weil wir stärken uns jetzt erstmal, bevor es an den See geht. Vom Feinsten. Man beachte unsere Getränke. Apfelsaftschorle. Der Nico hat, glaube ich, Mineralwasser. Ich auch Apfelsaftschorle. Da gibt es keinen Alkohol. Ja, hat schon wieder gebunkert, der Nico, ne? Was gibt's? Jetzt sind wir so langsam am See angetroffen. Richtig. Machen kurz mal eine Begehung, eine Besichtigung, welchen Platz wir auswählen. Aber wir haben ja eigentlich schon unseren Platz, weil wir vorgefüttert haben. Wir entscheiden uns jetzt nur, wie wir am besten, von welcher Richtung wir wohin werfen werden. Genau, wir haben dem Michael jetzt auch nochmal die zwei Plätze gezeigt. Wir haben ihm alle Plätze hier gezeigt am See. Ja. Sind mal rumgelaufen, haben geguckt, ob wir den einen oder anderen springenden Fisch sehen. Haben wir nicht gesehen, aber das Wetter sieht gut aus. Übrigens, es regnet immer noch. Es regnet immer noch. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Okay. Ich stehe hier gerade bei Michael. Wir sind gerade am Aufbauen. Ihr seht, der Michael ist voll beschäftigt, hat auch schon sein Futter präpariert. Erzähl mal was darüber. Zum Futter, wie ihr es da sehen könnt, haben wir Hai-Protein, Yala Yala, mit Grusher durchlassen. 20 mm Kugeln dabei, 12 mm und Pellets, dass das Futter wirklich attraktiv wirkt. Mit einem Tuna Banana, das Ganze ein bisschen verfeinert, dass das eine richtige Lockwirkung im Wasser hat, weil wir bei dem See jetzt noch relativ kalte Wassertemperaturen haben. So, ich schätze jetzt mal zwischen 10 und 11 Grad wird die Wassertemperatur sein. Würde ich auch sagen, ja. Ja. Und deswegen habe ich jetzt einmal attraktives Futter gemacht, um den Spot einmal zu beleben. Und dann schauen wir weiter. Wir schauen einfach mal. Perfekt. Jetzt stehe ich beim Papa. Ja, ich bin gerade am Auspacken. Nach dem Winter sieht alles ein bisschen chaotisch aus, wie man sieht. Überall stehen Kisten. Da hinten stehen die ganzen Ruten aufgesteckt. Na, aber nichtsdestotrotz, wir sind gleich am Start. Wir werden gleich loslegen. Ich freue mich schon. Ja, tschack. Ich werde dieses Mal auch im Bus pennen. Hier liegt schon mal steht schon mal die Liege vom Papa. Hier vorne stellen wir meine hin. Ist doch ein bisschen ekelhaft vom Wetter. Da habe ich gedacht, diesmal lassen wir das Zelt zu Hause und pennen einfach bei dem See. Nee, nicht im See, nee, im Bus. Ja, es regnet immer noch. Der Django und ich, wir haben es uns gerade gemütlich gemacht im Bus. Mal kurz abgelegt. Ne? Wir haben jetzt noch 10 Minuten, bis wir anfangen dürfen zu fischen. Nur weil der See gesperrt war wegen Karfreitag, ne, wegen den Festivitäten, die stattgefunden haben. Aber das ist ja verständlich, ne, das muss ja auch ein bisschen Vereinsleben stattfinden. Ne, aber hier ist der Django, dem gefällt es auch hier drin. Und ich gucke hier hinten zum Fenster raus in die wunderschön erwachende Natur. Ne, und naja, demnächst werden wir anfangen, die Ruten zu versuchen zu platzieren. Ist ziemlich grautig wahrscheinlich, aber das werden wir schon hinkriegen. Mal gucken, was dann kommt. Ein paar Worte noch zum Vorfüttern. Ich war gestern gegen Abend mit dem Nico kurz da. Da haben wir ein paar Spombs geschossen, großflächig, dass ein bisschen was da liegt. Auch mit unseren Yala Yala Pellets und mit unseren Boilies. No, und gefüttert haben wir gemischte Größen. Allerdings keine 30er noch nicht dabei, sondern bis 24.
Na, und naja, ich denke, wir haben ein bisschen was inkubiert und die Fische werden auch schon ein bisschen was gefressen haben. Die Hühner haben ein bisschen was weggefressen, die Blässhühner und auch die Reiherenten sind noch da. Ne? Deswegen mal gucken, was passiert. So ein cooler Sonnenuntergang. Wer ist da denn eingetroffen? Ja, Wahnsinn. Ich habe es in der Tat geschafft. Michael, Frank und Nico haben gesagt, sie machen mal ein Wochenende. Ich konnte das wirklich einrichten. Das sah zwar am Anfang nicht so gut aus, aber jetzt bin ich da. Ein schnelles Nächtchen mal mitmachen. Gucken wir mal. Ja, es ist noch relativ frisch. Ja, wir haben noch nicht mal April. Aber schauen wir mal, ob wir die Nacht vielleicht den einen oder anderen noch rausdrehen können. Also in dem Sinne, gucken wir mal, was geht. Bis später. Jo, der Tobi hat den ersten Biss. Der stand. Und Tobi? Hängt, ne? Ist recht kalt. Aber wie es aussieht, haben wir den ersten ran. Oder was heißt ran? Biss, der stand. Was meinst du, Karpfen? Wir saßen bis eben gerade noch draußen, haben uns noch unterhalten, haben schon mitten in der Nacht. Ja, und es ist echt frisch, ne? Man sieht einen Atem. Tobi, sag mal was, was meinst du? Schleie. Maybe it's a tench. Ja. Tench floating. Ich fürchte, das könnte auch ein Schleie sein. Ja, egal, auf jeden Fall haben wir ja mal einen ersten Biss jetzt gekriegt, oder? So ist es. Ja, Tobi ist schon ein bisschen angespannt. Ja, erste Fisch dieses Jahr. Der erste Fisch, gucken wir mal, was rauskommt. Schauen wir mal. Ja, wir haben versucht, rüber ins Flache reinzufischen. Ist hier an dem See. Wir fischen auf der Sonnenseite, ne? Ja, das stimmt. Ich nicht. Ich fisch mittendrin. Aber ihr fischt auf der Sonnenseite alle. Ne, wir haben alle Optionen abgelegt. Na, wir haben jetzt 8 Ruten im Spiel. Na, und haben versucht, das ganze Spektrum abzufischen, wo die Fische kommen können, ne? Ja, das ist aktuell noch ein bisschen schwierig. Die Fische zeigen sich nicht wirklich. Und da mussten wir jetzt ein bisschen spielen, mussten wir mit den Weiden ein bisschen probieren. Haben wir uns jetzt relativ gut gestaffelt. Und jetzt gucken wir einfach mal, auf welche Weite dann die Fische kommen und schauen wir mal. Was meinst du, was hat es da für eine Wassertiefe, wo du gerade liegst, also mit der Route? Meter 20 maximal. Lag flach, ne? Ja, relativ flach. Wetter ist jetzt die nächsten Tage ja besser gemeldet. Also tendenziell würde ich sagen, ist das schon der Bereich, wo die Fische sich dann einfinden. Und jetzt gucken wir mal. Ja, und es ist definitiv die Sonnenseite, ne? Ja. Ja, ist so. Von dem Gewässer hier. Ist relativ lang, Sonne drauf. Also sollte eigentlich der Bereich sein. Wo die Fische im Frühjahr kommen, ne? So ist es. Ich fühle mich jetzt mal gerade ins Wasser. Ne? Die ganzen Krebse haben sich auch im flachen Wasser eingefunden. Na, was natürlich auch sehr interessant ist. Ja. Und genauso wird es aussehen, wo die Karpfen sich rumtreiben. Ne? Sind im Randbereich. Oh, was haben wir da? Da war eben eine Schleie, eine kleine. Ah, der Tobi ist weiterhin am Drillen. So, aber so sieht das aus. Aber es kann auch sein, dass da ein Haufen Kraut schon dran hängt, oder Tobi? Ja. Boah, ist das kalt hier. Das ist ja noch im Winter schlafen. Ja, Nico und der Tobi, die lästern schon wieder. Die denken, es könnte vielleicht eine Schleie sein. Aber auch eine Schleie ist es wert. Absolut. Die einzige Problematik, die wir sehen, ist die Route wieder gut zu platzieren. Ja. Dadurch, momentan hat es halt auch immer noch viel Kraut, also ziemlich viele Fadenalgen unten am Grund. Ach, das trifft der Tobi blind. Aha. Ich bin gespannt. Da kommt ein Krautbatzen an. Schleie, oder? Was ist es, ja, Tobi? Ja, eine Schleie. Wo ist sie? Ich sehe sie. Oh, ach, da hinten hängt sie. Oh, guck mal. Dan Schloding, aber ein dickes Ding. Eine schöne. Schöne Schleie. Warte mal, ich film mal drauf. Boah, was eine schöne Schleie. Ja. Naja. Dickes Teil. Cool, Tobi. Das ist der erste Fisch. 24. Erste Fisch 2024.
Tobi mit einer Tansch und fetten Fadenalgenbatzen. Naja, aber das macht nichts. Wir freuen uns trotzdem. Super. Tobi vom Feinsten. Anfang ist gemacht. Ja, da ist er. Eine schöne Schleue. Tobi ist noch am Fadenalgenzupfen. Uiuiui. Uiuiui. Kriegt man gar nicht ab. Nee. Tansch Floating. Da ist es. Tansch. So, beim Nico hat es einmal gepiepst. No? Und so wie es aussieht, der Fisch läuft quer. No? Auf die Route, wo ich gestern gesagt habe, die ist es bei mir. Ja, sieht aus, als wenn es ein Karpfen wäre, oder? Ja. Nicht schlecht. Sehr schön. Freut mich. Eben noch gedacht, einmal nur gepiept. Was ist denn das jetzt? Hab gedacht, oh nee, am Ende hängt da ein Huhn dran oder vielleicht ist da doch wieder irgendwas komisch. Aber jetzt hat es eben sich bewegt. Dachte ich jetzt erst, wäre eine Schleie, dass die vielleicht noch dran hängt und ins Kraut gezogen ist. Ja, aber eigentlich für eine Schleie macht es eigentlich ein bisschen zu viel. Ja, nicht schlecht, Nico. Aber die ganze Nacht war es ruhig, ne? Ja. Ja gut, die Schleie von Tobi. Wir wissen halt auch nicht, was bei Michael oder beim Tobi war. Weil das haben wir jetzt heute Nacht nicht mitbekommen. Das werden wir dann auch sehen. Sieht ein bisschen zerknittert aus. Nein. Wir waren bis 2:45 wach. Ja. So fühle ich mich auch gerade. Fisch kommt schon fast hier nach vorne. Aber viel Druck macht da nicht. Also ja, ja, ist auch schon oben. Einmal Schnur. Who knows? Ihr seht, bei mir ist die Route. Die Schnur, wir achten da nicht so drauf beim Umheben, dass die immer straff ist. Normalerweise ist das kein Problem. Passiert da nichts, ne? Normalerweise dürfte da nichts passieren. Wenn er wirklich hängt, dann hängt er. Ein kleiner. Oh, oh, da kommt ein Fulli. Ist das? Ist einer von der Fulli-Bande? Ja. Aber ein richtig schöner. Also hier. Richtig geil. Moment. Boah. Das hier. Schnelle Nacht ist schon wieder vorbei. Früher Angeln war angesagt, ihr seht, guckt mich an. Ich habe die dicke Bluse an. Und früher hat das aktuell noch nicht viel zu tun. Es ist eher noch Winterangelerei. Es war recht frisch heute Nacht, ja. Unfassbar kalt, das Wasser absolut kühl. Ihr werdet es nachher sehen. Ja. Bei mir war es nur die Schleie. Nico hat da an der Stelle nochmal eine richtige Perle rausgezimmert. Ich muss wie gesagt, Plan ist voll aufgegangen, Fische aktiviert. Ja, relativ schwierig hier am See im Moment. Aber das, was Nico da auf die Matte gelegt hat, sensationell. Um die ein Jahreszeit, Traum. Wahnsinn. Wir werden dranbleiben, werden weiter die Plätze unter Futter halten. Und sobald die Temperaturen jetzt im Laufe der Woche hochgehen, werden die Fische dementsprechend auch aktiver. Und dann werden wir uns spätestens wiedersehen. Also in diesem Sinne, weitermachen. Ja, wir bleiben noch. Wir bleiben noch da.
Und naja, vielleicht geht ja noch was. Der Fisch wird fotografiert, abgelichtet. Kannst mal drauf filmen hier gerade auf die Matte. So sieht das Ganze dann aus. Ist direkt im Wasser. Stolze Fänger, da ist er. Yes. Wird er gleich gezeigt. Da haben wir das Prachtstück. Ja, den haben wir gerade geköchert. Jetzt tun wir ihn gleich mal verarzten. Django ist wie immer auch wieder mal dabei. Der Nico zeigt euch den jetzt gleich mal. Was ein schöner Fisch. Django ist gut. Bist du soweit? Ja. Jetzt haben wir ihn auf der Matte. Oder in der Matte. Der hat echt mal eine richtig geile Zeichnung hier. Das ist eine Zeichnung. Hier ist er. Mein erster Fisch an diesem Gewässer für dieses Jahr. Und dann gleich ein richtig schöner. Ein Fulli. Bis jetzt haben wir uns, wie gesagt, für die erste Nacht, wir haben jetzt mit 8 Ruten haben wir da gelegen, hatten eine Schleie heute Nacht gehabt und einen Karpfen jetzt. Ist relativ schwierig. Wir haben es jetzt mit dem. Was ein Fisch? Kann ich gleich mal was erzählen. Was ein Fisch? Kannst du mal kurz auf die andere Seite drehen, dass wir vielleicht auch mal das Schwimmbild von der anderen Seite haben? Das ist ja einmalig, einzigartig. Dann Nico gleich der erste Frühlingsfisch und dann so ein wunderschönes Ausnahmetier. Die andere Seite ist ja genauso hübsch. Brutal. Die Brühe ist noch echt kalt. Also ich weiß nicht, ob die schon 10 Grad hat. Fühlt sich tatsächlich ein bisschen kälter an. Heute Nacht war es auch recht frisch. Heute ist eigentlich warmes Wetter gemeldet. Wir haben, aber bis jetzt ist noch kein warmes Wetter in Aussicht. Wir haben das Osterwochenende, Ostersamstag. Und wir haben es jetzt, wie gesagt, mit der weiteren Bahn probiert, wo es etwas flacher ist. Da hatten wir jetzt auf der flacheren Bahn hatten wir ungefähr, ja, kannst sagen, 1,5 Meter tief. Nach 1,5 Meter Tiefe oder 1 Meter bis 1,8 Meter Tiefe. Und da war's, hat er jetzt zwar gebissen gehabt, aber da haben wie gesagt auch 6 Ruten gelegen. Also momentan sind sie noch nicht so in Wallung. Und eine Schleie haben wir noch gehabt, also Tobi. Ja, und jetzt hoffen wir mal, jetzt gucken wir heute nochmal. Vielleicht entdecken wir sie ja irgendwo. Gucken vielleicht auch mal mit der Drohne, ob wir irgendwo Fraßstellen finden. Und dann sehen wir weiter, was die nächste Nacht passiert. Hier haben wir nochmal in voller Pracht. Zeigen wir euch noch mal. Ihr seht es, es ist ein richtig schöner Karpfen. Auch die Färbung, nicht nur das Schuppenbild. Ich finde gerade auch, gerade im Frühjahr fängt man Karpfen mit einer besonders schönen Färbung. Und der ist gut genährt, ne? Ja, hat aber noch die Fischegel drauf. Und ja, die stecken noch ziemlich im Kraut drin, denke ich mal. Und werden sich nicht viel bewegen. Machen wir einfach ein paar Bilder, oder? Da haben wir noch mal diesen wunderschönen Fisch. Die andere Seite, zwecks der Wiedererkennung für die Ewigkeit. Was ein wunderschöner Fisch ist. Echt unglaublich, was es für schöne Tiere gibt. Gewaltwurf von Michael. Ja, der Michael und der Nico, die gucken gerade mal mit der Drohne, wie das Kraut so steht und wo vielleicht ein paar freie Stellen sind. Sehr interessant, die neue Technik für mich. Warte, jetzt kommen die Bäume. Bin ich jetzt direkt bei deinem Baum da links rum. Thank you.
ist nicht wie beim Nico und bei mir hier, wenn man von Michael kulinarisch verwöhnt. So. Da drin hat er die Pornobeleuchtung. Kann er auf Rot, Gelb, Grün umstellen. Oder Blau auch noch, oder was, Michael? Ja, alle Farben. Und was haben wir da gerade Schönes? Einen österreichischen Schweinebauch. Ah, Bauchfleisch. Oh, das sieht jetzt schon lecker aus. Das brutzelt ganz lecker. Ich bin begeistert. Hier ist der Kühlschrank, die Kühltruhe im Auto. Da eine Mini-Küche hinten und das alles im VW-Bus. Vom Feinsten. Sowas müssen wir uns auch mal zulegen. Wir waren schon im Bett gewesen. Ja, und der Nico hat einen rangekriegt. Haben schon geschlafen. Beide etwas schlaftrunken. Ich weiß nicht, ob es die Uhrzeit ist oder die Kälte. Aber mir ist echt kalt gerade. Ja, man sieht schon wieder den Atem. Gestern war es die rechte Route, jetzt ist es die linke Route. Liegt oder lag jetzt 5 bis 10 Meter kürzer mit einem 24 mm. Yalla yalla, high protein Boili. Ja, mal gucken, was da so kommen mag. Steckt erstmal im Kraut wahrscheinlich, ne? Ja. Der Nico scheint auf der richtigen Bahn zu liegen da draußen. Und so langsam werden sie auch das Futter ein bisschen dezimiert haben. Ja, der Nico hat ihn jetzt beigebaggert. Man sieht die Schlagschnur schon. Ich habe nichts gesehen, Nico. Ich guck gerade durch die Kamera. Ja, mal gucken, was da kommt. Und? Siehst du? Ja. Aber ein Fisch. Ich bin aber nicht sicher. Ja. Ja, das scheint ein bisschen größer auch als der gestern oder heute Morgen zu sein. Ich glaube, ich mache mal Küche bereit, oder? Was meinst du, Nico? Nicht, dass wir den Fisch noch verlieren. Oh ja, ein schöner Fisch. Er hat natürlich wieder einen Haufen Kraut dabei. Aber zack! Drin ist er. Angetütet. Immer ein Fischer schon? Ja. Schöner Spiegler. Ja. Naja, unser frühes Auftakt sieht. Und oh, was eine schöne Farbe auch wieder, oder? Hat auch noch die Winterfärbung, ne? Riesen Fischegel. Ja, und Fischegel drauf, ne? Naja. Okay, dann tun wir den mal verarzen jetzt, oder? Richtig. Nico packt mir jetzt gerade meine Sling. Der Kescher ist natürlich genau umgedreht. Ja, aber Routine macht den Meister, oder? Ja. Hast du drin? Ja. Achtung, guck mal dein Kuchenstück zur Seite, da sehe ich ihn besser. So, super. Leuchte weg, deine? Ja, so sieht man gut. Perfekt. Thank you.
31. März. Das ist jetzt die zweite Nacht, die wir gefischt haben. Und der zweite Karpfen für mich jetzt hier, beziehungsweise für uns. Der hier hat jetzt ungefähr, ist jetzt nicht so groß, aber ist super schön hier vom Muschel. Von Farben auch wieder. Von Farben auch wieder. Ostersonntag. Ostersonntag. Aber die Brühe ist nach wie vor kalt. Leider haben wir jetzt die letzten Tage ein bisschen im Kraut gelegen. Wir haben jetzt mal geguckt gehabt mit der Drohne, das hat man die letzten Tage nicht gesehen gehabt. Es sind viel Fadenalgen da. Sehr viel Fadenalgen. Ja. Wir haben gedacht, die hellen Stellen werden freie Stellen. Allerdings waren die mit Fadenalgen bedeckt. Jetzt müssen wir heute mal gucken, ob wir vielleicht doch ein paar saubere Stellen finden. Da ist der Fisch in den Schuppen. Halt. Ja. Echt schöner Fisch auch wieder. Da werden wir heute nochmal fliegen mit der Drohne. Und drehen nochmal kurz um in der Matte, Nico. Zeig nochmal die andere Seite. Warum meinst du? Ja, und die Schuppen nochmal aufnehmen. Riesenpaddel hat er, ne? Obwohl er nicht so groß ist, aber voll den Riesenantrieb da hinten. Ja, der Nico hält ihn jetzt mal kurz hin und dann machen wir Filets. Ja, Mann. Oh, echt schöne Farbe, der Fisch. Schöne Schuppen, schön sauber. Cooles Tier. Michael hat nochmal hier was vorbereitet. Für heute war eigentlich Regen angesagt. Kommt auch wahrscheinlich heute Nacht noch. Wir haben jetzt 12 Uhr, 1 Uhr. Hier kann man sich schön hinsetzen. Mit Heizung, allem drumherum. Richtig geil. Ja, mal gucken, wie lange wir noch wach bleiben werden. Ich hoffe mal, dass jetzt erstmal gleich einer anbeißt. So sieht's aus. Nacht, 1 Uhr. Der Michael hat eben wieder einen Biss bekommen. Ich glaube, das war sogar ein Vollbrenner, oder? Mhm. Aber er ist jetzt gerade nicht sicher, ob er noch dran ist. Oder vielleicht eine Schleie? Merkst du noch irgendwas? Kommt was? Mhm. Ja, wird vielleicht eine Schleie sein. Ist schwer oder was? Meinst du doch, ist doch vielleicht ein Karpfen? Okay, ich würde sagen, soll ich mal einen Kescher holen?
Schön ist er, die Schleie. Ihr seht, ich stehe in kurzer Hose da. Die Nacht ist recht mild. Wir zeigen mal das Exemplar. Da ist er. Ein Wefter, yalla yalla High Protein mit einem bunten Pop-Up. Ich filme jetzt einfach mal drauf, Michael. Zeig mal, wie das aussieht, das Ganze. Ja, so sieht's aus, wenn man nicht sauber liegt. Der See hat extrem viel Kraut und es ist echt schwer, dass man da irgendwelche freien Stellen findet. Und die Nacht bin ich leider wieder nicht sauber gelegen. Es ist auch schwer im Fenstern da rauszuwerfen auf 160 Meter. Leider war das nichts. Naja, ein paar Tage haben wir halt ein bisschen tot gelegen, aber wir haben ja trotzdem schöne Fische gefangen. Für die Jahreszeit war es echt eine coole Nummer. Hat gut gepasst, ja. Für das Wetter noch dazu und die Wassertemperaturen haben wir doch einige Fische fangen können. Können wir uns auf jeden Fall nicht beschweren. Ich zeig's mal aus der Nähe. Nee, da kann nichts beißen. Na? Der Nico präsentiert jetzt nochmal das Rig, mit dem wir hier geangelt haben. Nico, zeig uns das einmal. Ich zeig's euch am besten einfach mal. Was braucht ihr? Also wir haben hier ein geflochtenes Wallervorfach. Das ist einfach ein dickes Geflecht. Ist beim Kraut gerade gut, da verliert ihr die Fische nicht, da springt es euch nicht das Vorfach. Also könnt ihr auf jeden Fall, wir raten immer dazu, lieber was Dickeres zu nehmen, weil im Endeffekt, es bringt nichts, Bisse zu generieren und dann die Fische im Kraut zu verlieren. Also geht lieber auf Nummer sicher, fischt irgendwas Dickeres oder Festeres, Reißfesteres. Was braucht ihr noch? Also wir haben hier die Schnur, braucht eine Schere, braucht natürlich eine Boilie-Nadel, ein Boilie und dicke Ballstops haben wir hier. Ich schneide jetzt einfach mal ein kleines Stückchen ab. Kleinen Moment. So. Bind jetzt ganz normal, eine ganz normale Schlaufe fürs Boilie. Kleinen Moment. So. Das hier ist jetzt für ein 24er. Die Schlaufe, kleinen Moment. Ich zeige euch jetzt die Haken. Nehmen wir hier einfach einen Shot-Hook. Da seht ihr es hier. Da geht das Öhr nach außen. Haben wir jetzt letztes Jahr sehr gut Erfolge drauf gehabt. Hat gut funktioniert. Dann mache ich jetzt 4 Umdrehungen. So. Ihr könnt natürlich auch erst das Boilie auffädeln. Das ist natürlich noch besser, weil dann könnt ihr auch nochmal mit der Länge hier variieren. Ich mache es jetzt einfach mal so, um es euch mal schnell zu zeigen. Ich mache jetzt meine 4 Umdrehungen. 4. In der Länge könnt ihr natürlich auch noch variieren, je nachdem wie es funktioniert. Wir gehen meistens mit der Länge ein bisschen runter, wenn die Fische ein bisschen oder etwas spitzer beißen. Fischen wir lieber kürzere Vorfächer. Aber die tun auch sehr gerne tängeln. Also es wäre natürlich gut, wenn ihr auch ein Vorfach habt, was sich nicht verdreht. Und da gehen wir auch mit der Länge dann wieder hoch, wenn es wirklich gehen sollte. Wenn die Fische nicht zu spitz beißen. Polly, fädel ich gerade mal auf. So. Dann nehme ich hier einen Big Ball Stop. Könnt ihr natürlich auch ganz normale Stopper nehmen. Aber wir nehmen gerne diese größeren Big Ball Stops von Anaconda. Tue ich jetzt einfach mal drauf. Das ist es eigentlich schon. Recht simpel, ganz einfach. Nehmen dann einen ganz normalen Wirbel. Tun wir dann verbinden hier an Wirbel. Und das war es eigentlich schon. Damit habt ihr eigentlich schon alle Spatzen gefangen. Die Montage funktioniert, hat uns die Woche Fische gebracht. Wir haben keinen verloren. Wir sind eigentlich mit der Ausbeute zufrieden, wie es gelaufen ist.
neuer Platz, neues Glück. Michael ist im Infight. Wie lange hat es gedauert, Michael? Nicht so lange, oder? Halbe Stunde. Ja, aber du und der Nico, ihr habt auch geguckt mit der Drohne, wo ihr fischen könnt, habt auch Fische gesehen. Das moderne Angeln. Aber wie man sieht, es funktioniert. Obwohl so viel Kraut da ist, hat der Michael es hingekriegt, die Rute frei zum Liegen zu bringen. Ne? Schauen wir nur, dass wir noch rausbekommen. Ja. Aber auch ein ganz vorsichtiger Bissen. Der ist nicht abgelaufen, es hat nur zweimal gepiepst und dann hat er gestanden. Ne? Michael hat jetzt den Winkel verändert, ne? Weil da draußen ist ein gar biestiges Krautfeld. Ne? Da muss man aber langsam machen, damit der Fisch sich von alleine selbst freischwimmt. Wenn man da mit Gewalt zieht, dann schlitzen meistens die Fische aus. Aber er kommt, ne, Michael? Ja, sieht gut aus. Ja, da kommt ein wunderschöner Schuppi. Wo ist er? Ich sehe gar nichts. Oh, ein schöner. Dicker. Dickes Ding. Da unten ist er. Ja, der hat über 25 Kilo. 30. Dicker. Ich hätte Nico schmerzt. Ja, hau das Ding drauf. Nico. Ja, er ist drin. Nico hat ihn. Warte mal, gib mir die Hand. Ja. Der Nico ist mal schön ins Wasser rein. So kenne ich ihn. Michael, hast du es gesehen? Sehr gut. Michael, sag mal was. Was hat der Fisch? Was ein super Schuppi. Der Osterschuppi, das Osterei, da ist es. 25 plus. 25,3 hat er. Wenn man eben dranhängt, das ist ein geiler Fisch, oder? Suppi. Auf die guten Jalla Jallas, ne? Auf die High Proteinas wieder mal. Genau, ja. Was ein super Fisch. Hey Michael, wir sind live. Sehr gut. Da ist das Prachtstück. Meinen Deutschland PB von 25,3 Kilo. Ende März bei noch saukalten Wassertemperaturen. Zeigen wir ihn nochmal. Der Platzwechsel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau, ja. Das ist unser Abschlussclip jetzt. Ich stehe hier gerade mit Michael zusammen. Wir haben jetzt drei Nächte gefischt. Den ersten Tag war der Tobi dabei. Den zweiten Tag war der Papa dabei. Also Papa hat zwei Nächte geangelt. Und der Michael und ich haben jetzt die letzte Nacht zusammen durchgezogen. Es waren echt coole Tage gewesen. War natürlich auch für die Jahreszeit. März, ihr wisst selbst, ist schwierig. Dafür sind wir eigentlich recht zufrieden mit der Ausbeute. Muss dazu sagen, es hat nicht immer alles so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Es war noch überall, sind Fadenalgen noch am Grund. Wir lagen, ich glaube, die meiste Zeit mit den Ruten im Kraut. Aber drei Fische haben trotzdem gepasst. Ein Fully-Scale dabei gehabt. Einen richtig dicken für den Michael, direkt ein PB geknackt, 25 Kilo. Also da haben wir uns nochmal richtig gefreut. Der Platzwechsel hat sich also noch gelohnt gehabt. Letzte Nacht, wo wir beide jetzt gefischt haben, ging jetzt leider nichts. Also der Michael hat noch eine Schleie gehabt, lag aber wahrscheinlich danach mit den zwei Ruten wieder im Kraut, weil es halt einfach sehr schwierig ist zu zielen jetzt gerade. Auch bei den kleinen Krautlöchern, die ihr da draußen zu finden haben oder die wir jetzt da draußen zu finden hatten. Und meine Ruten lagen jetzt frei. Ich lag jetzt die letzte Nacht ein bisschen tiefer, auf 5-6 Meter. Da kamen sie aber nicht hin. Wir haben jetzt letzte Nacht hier vorne auf dem Platz, haben wir aber zwei Fische springen hören. Also die Fische werden jetzt langsam aktiver. Wir haben jetzt den 1. April und ich denke mal, die nächsten 1-2 Wochen werden sie auch richtig anfangen zu fressen. Aber ich meine, für März war es echt eine coole Nummer. Also wir hatten echt Spaß gehabt. Wie hast du das jetzt erlebt, Michael? Ja, waren super drei Tage hier. Ist ein schwerer See zum Fischen, extrem viel Kraut und eben die Algen am Boden. Wir haben versucht, die ersten zwei Tage mit der Drohne krautfreie Löcher zu suchen, da wo die Fische ziehen oder vielleicht auch fressen. Ist uns leider am Anfang nicht so gelungen. Also mir zumindest einmal, der Nico hat ja in der ersten Nacht schon den Fully gefangen. Aber in der dritten Nacht
am dritten Tag dann hat es dann endlich geklappt, dass auch ich zu meinem Fisch gekommen bin. Und also ich bin hochzufrieden mit der Ausbeute, was wir bei den Temperaturen und Wassertemperaturen, was wir gerade hier haben. Gell? Man muss auch dazu sagen, ich glaube, wir hätten vielleicht sogar noch den einen oder anderen Fisch mehr gefangen, aber es war wirklich, ich meine, ich habe eingefangen in der ersten Nacht, danach lagen die Ruten schlecht, denke ich mal. Der Tobi hat ja auch eine Schleie gehabt, da lagen dann wahrscheinlich die Ruten auch schlecht, bei Michael jetzt auch die nächste Nacht. Also wir haben die Ruten, ich sag mal, am Tag vielleicht gut platziert gehabt, aber dann, wenn wir wieder neu ausgeworfen haben, dann war es halt ja meistens im Kraut. Also ich denke mal, das kann man die nächste Zeit, hoffe ich mal, dass die Fische anfangen zu fressen, auch ein bisschen zu wühlen, weil dann wird sich das mit den Fadenalgen wahrscheinlich ein bisschen legen. Und ja, ich denke, ihr werdet die nächste Zeit, wenn ihr rausgehen werdet, werdet ihr bestimmt die Fische, wenn ihr sie findet, werdet ihr bestimmt Spaß haben, weil jetzt ist, so langsam geht's los. Also ich denke mal jetzt, wir haben die letzte Nacht zwei Fische springen hören. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, aber sie sind gesprungen, die Fische, und ja, ich denke, die werden jetzt aktiver werden. Es war auf jeden Fall eine coole Nummer. Danke auch nochmal, dass du da warst, Michael. Hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten echt schöne Tage. Für die Einladung hier, dass ich hier Fischen hab können. War echt schön, ja. Und man muss dazu sagen, beim Michael ist es auch so, beim Papa und mir ist für Verpflegung nicht wirklich gesorgt, aber Michael hat hier alles dabei gehabt, von Hamburgern bis Sandwiches. Also wir haben jeden Tag Spaß gehabt, haben richtig gut gegessen gehabt. Es waren schöne Tage.